Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun 2. Ah, was haben wir letztes Mal gemacht? Ich glaube, letztes Mal war das mit dem Backtracking, kann das sein? Ich kann es euch nachgucken, falls ich... Ja, da ist es. Das Item haben wir noch. Wollte ich das hier nicht verkaufen? Ja, ist auch egal. Was wollte ich denn jetzt wohl machen als nächstes? Na, da wir unten stehen, wollte ich scheinbar hier rein. Stelle dich in meinem Angesicht mit dem... mit den Augen der Wahrheit, nur dann wird sich die Tür öffnen. Ja, aber die Wahrheit ist offensichtlich Cosmas Enthüllung. Geistleser kann man auch aussuchen, ja. Genau, da war das Schild. So, hier gibt es... was überhaupt? Das weiß ich selbst nicht mehr. Ich weiß, dass es hier irgendwas gibt, was ich mir jedes Mal wiederhole. Allerdings kann ich mir auch jedes Mal wieder nicht merken, was ich mir am Ende geholt habe. Also, echt kein Schimmer, was wir jetzt hier kriegen, aber... Ich sollte Vermeidung nutzen bei so schwachen Gegnern, aber... Ja, komm. Legen wir erstmal Frost auf L, weil ich behaupte jetzt einfach, wir werden das hier öfters brauchen. Wahrscheinlich nicht, aber was soll's. Hier müssen wir mal schieben. Könnten darüber und irgendwo hin. Da ist ein Seiltänzer, hier ist eine Truhe. Und Truhe Apfel! Oh, der erhöht die Angriffskraft, sehr gut. Wem geben wir das denn mal? 200 noch was. Was? Jenna ist mehr, hat mehr Angriffskraft als Aaron? Das überrascht mich. Gut, Aaron könnte vielleicht auch eine bessere Waffe vertragen, weiß ich jetzt nicht. Ich gebe so mal Aaron. Wow, das hat einen mächtigen Schub gegeben. Ich kletter erstmal hier hoch. Da ich sowieso nicht weiß, wo ich lang muss, kann ich mich hier einfach mal allgemein umgucken. Wir waren hier ja schon mal kurz. Ich weiß noch nicht genau, wo wir waren. Haben wir nicht sogar irgendwie hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. Was haben wir denn hier noch Schönes? Scheinbar ja nicht viel. Moment, waren wir hier schon drin? Haben wir hier vielleicht diesen... Zitterjuwel war das, glaube ich, ne? Haben wir das hier erhalten, oder... Ist hier irgendwas ganz anderes? Ja, hier waren wir schon. Okay. Das ist gut zu wissen. Aber hier gab es doch noch irgendwas außer dem Zitterjuwel. Ansonsten hätte man sich die Mühe ja nicht machen müssen und mit Enthüllungen den Eingang blockieren. Das wäre ja dann vollkommen sinnfrei. Was gab es hier noch? Was gab es hier noch? Ich kann mich doch nicht erinnern. Wir werden es rausfinden müssen. Auf die harte Tour. Durchsuchen. Jetzt müsst ihr aber erstmal einen Weg finden, wo ich überhaupt überall langlaufen kann. Und hier, voll daneben, die Säule ist wieder geschmolzen. Da brauche ich auf jeden Fall den Seiltänzer für. Muss ich also irgendwie wieder hoch auf die Mauern? Nur auf welche Mauern muss ich dafür? Das ist hier die Frage. Alter, mit einem Schlag gehen die kaputt. Schade, dass Cosmo mich nicht getroffen hat. Hätte mich mal interessiert, ob sie den Typen one-hitten kann, weil dann ist, ja. Ah, hier geht's rein, sehr gut. Und da kommen wir, glaube ich, auch nach oben. Was ist denn hier gerade durch? Wir schrumpfen so ein bisschen, wenn wir in die Türen reingehen, kann das sein? Weil die eigentlich ein bisschen zu klein für uns sind oder sowas? So, ich habe gesehen, da ist eine Treppe. Ist hier noch was? Sarkophag, ey, das passiert erstaunlich oft, finde ich gut. Ja, hier ist nur ein Weg nach oben. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Viele Wege. Was? Hier ist ein Weg nach unten. Jetzt bin ich wirklich... Oh, Kiste. Glücksmünze. Sehr schön. Die werden mir sehr nützlich sein. Wobei ich mit denen auch gucken muss, wie ich das am besten mache. Hier ist noch runter. Aha. Eine große Tür, bei der ich nicht weiß, wie ich durchkomme. Ich hätte eine Idee. Muss wohl verschlüsseln. Ah, okay, ich brauche einen Schlüssel dafür. Trotzdem, einmal gucken. Ja, okay. Da brauche ich also einen Schlüssel. Das ist schon mal gut zu wissen. Das bedeutet, ich finde hier irgendwo einen und kann dann damit weiter. Und dann ist wahrscheinlich, ja, gut, also relativ sicher wird hinter dieser verschlossenen Tür irgendwas sein, was dann auch den ganzen Aufwand wert ist. Nur wo ist der Schlüssel? Ich
Ich bin auch schon fast versucht, jetzt hier lieber mit Enthüller die ganze Zeit rumzurennen, nur... Ein Troll bewacht die Treppe, die aber eh kaputt ist, wie es aussieht. Also ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. Das ist für mich kein gutes, nicht zu versuchen. Ja, ich komme nicht hoch. Okay, dann ist es genau andersrum. Wir müssen irgendwo da oben rein. Wie komme ich da hoch? Ich werde jetzt jedes Mal diese Scheißsäule einfrieren, weil irgendwo muss ja ein Weg sein. Hier ist es nicht. Da ist es auch nicht. Laufen wir wieder nach oben. Hier komme ich nicht rüber. Kann ich nicht einfach fliehen? Hier kann ich außen rum. Das ergibt natürlich Sinn dann. Kann ich das machen? Was bringt mir das? Jetzt kann ich vermutlich hier wieder hoch und auf der rechten Seite irgendwo lang. Hab ich recht? Hoffen wir es mal. Kann ich da... ich glaube, ich habe es gefunden. Für den Fall, dass ich da drüber kann. Das sieht aber... Ja, wunderbar, wunderbar. Sehr gut. Und jetzt lande ich hier. Da nehmen wir einmal Seiltänzer. Ich weiß zwar immer noch nicht so recht, warum Seiltänzer, aber okay. Na gut, wie hätte man sonst nennen sollen? Seilspanner, weil man ein Seil spannt? Das klingt komisch. Hier rüberspringen, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, ist hier noch irgendwas oder ist das nur ein Rückweg? Hier war noch eine Kiste. Okay, und es ist auch ein Rückweg. Ja, gut. Ein Nebeltrank, wie geil. Hä? Jetzt ist das Menü aufgegangen, egal. Items sortieren. Stellt 300 KP für alle her. Das finde ich so großartig. Es ist, glaube ich, echt das beste Heil-Item des Spiels. Oder? Ich meine schon. Psynergy kann zwar möglicherweise besser sein. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie viel die Psynergy hat. Aber ich glaube, die stärkste Heil-Psynergy von Mia hat damals 500 geheilt. Keine Garantie, ob das richtig ist. Aber jedenfalls echt 300 auf alle heilen, das ist schon gut. Stopp. Was ist da oben? Nicht. Das ist gut. So, dann hier. Mensch, was für ein Irrgarten. Scheiß Gegner. So. Erdgezitter. Um diese Truhe darunter zu holen. Und jetzt, man kann sich schon denken, ja, die Truhe ist unten und wir müssen hinterher, dürfen aber nicht springen. Also nehmen wir einfach die ganzen Scheißwege und laufen ihn zurück. Muss ja nett sein. Ich glaube, wir müssen sogar hier unten lang, weil da die Eissohle... Säule wieder weg ist. Wieso benutze ich eigentlich keine Vermeidung? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Könnte ja unter Umständen praktisch sein, dass man sich die Gegnerkämpfe erspart. So, ist die Kiste jetzt hier gelandet? Nö. Dann vielleicht im großen Raum. Was ist das, ein Rattenkrieger oder was? Ja, da ist sie. Und da ist drin der Schlüssel, Ruinenschlüssel. Wo musste ich damit hin? Hier rein, glaube ich. Und darunter? Ja, sehr gut. Ruinenschlüssel. Wunderbar. Und, eine Beschwörung war hier. Hätte ich mir denken können. So versteckt, ja. Sind ja gerne mal Beschwörungen. Aber welche? Das ist die Frage. Ich weiß nicht, wo man welche Beschwörungen kriegt. Weiß ich nicht auswendig. Ich habe wieder Slowdowns. Kann das sein? Ich kann es immer noch nicht erklären, warum. Moloch. Zwei Merkur, ein Jupiter. Ja, was machen wir dann erstmal? Zwei Merkur, ein Jupiter. Ich glaube, das ist teilweise, wenn so viel Feuer da ist, ist das irgendwie durch die Bewegung oder so? Keine Ahnung. Komm schon. Sehr gut. Tut einem schon fast leid. So, du bist sowieso die Schnellste. Dann nimmst du Moloch. Heilige Ungeheuer des Eises. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie Moloch aussieht. Nee, Jenna ist sogar mittlerweile schneller als Cosma. Okay. Moloch, wer warst du? Ach, du komisch aussehendes Ding. Ich weiß echt nicht, wie ich das beschreiben soll. Ein komisches Pelzmonster. Okay.
Schön, dass wir es mal gesehen haben. Jetzt hätte ich gerne Rückzug. Und wo muss ich jetzt überhaupt als nächstes hin? Ne? Wir müssen nach... Ah, genau. Falls ich jetzt so gedanklich an der richtigen Stelle in meiner Liste hier bin, müssten wir als nächstes zum Plateau von Dekan, um Arons Schiff wiederzufinden. Stimmt, wir hatten... Letzte Mal... Ich glaube, das war letzte Mal. Hatten wir den Dialog mit... Menadis Schwester, ne? Wie hieß die noch? Ich habe vergessen. Ich brauche kurz die Karte. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich lang muss. Da oben hin, ne? Genau. Da muss ich... wie muss ich da hin? Ich bin hier richtig, oder? Irgendwo hier nach oben? Ah ja, genau. Da oben rum. Ah, lange her. Erstmal wieder gucken, wo der richtige Weg ist. Da haben wir schon eine Beschwörung geholt in der Höhle. Ne? Das waren die Höhlen von Indra. Genau. Da haben wir, glaube ich, damals die erste Beschwörung geholt. Wenn mich nicht alles täuscht. Und da ist das Schiff. So. Ostküste von Indra. Stimmt, so heißt ja auch der Kontinent. Indra. Dann brauchen wir einmal Frost. Und was mir gerade einfällt... Vermeidung auf Eldi werde ich nämlich wahrscheinlich jetzt ein bisschen öfters brauchen. Obwohl, das bringt mir, glaube ich, gar nichts. Oder? Ah, egal. Holzkiste. Oh, ein Keks! Und nicht noch ein Keks. Schade. Ein Keks für 4 Leute. Oh, natürlich knapp. So. Mehr Synergie für... Es wird sich echt lohnen, das Felix zu geben. Heiler gehen vor. Ich habe mal das Buch jetzt verkaufen können, als ich in Madra war. Ich voll Idiot. Naja. Und ich könnte mal versuchen, richtig um die Steine rumzulaufen. So. Arons Schiff. Ich glaube, wir müssen jetzt zur Tür. Ja, genau. Müssen wir. Endlich bin ich wieder an Bord meines Schiffes. Endlich kann ich in mein geliebtes Lemuria zurückkehren. Wartet einen Moment. Genau. Mit dem schwarzen Ball öffnet sich die Tür. Um Segel zu setzen, müssen wir zur Brennkammer unter Deck gehen. Gehen wir nach unten. Schiff der Lemurianer. Gibt es irgendwas in den Schränken? Angenehm kühl. Oh, das wäre jetzt geil, bei mir ist es ziemlich warm. Verdammtes Wetter in letzter Zeit. Okay, da steht was. Das sind Kisten. Was bist du denn hier für ein Ding, hä? Eine Aquaqualle. Tja, zumindest keine Feuerqualle, ne? Wow. Ja, hörte sich schon schlecht an und er war sogar noch schlechter, wenn man ihn ausgesprochen hat. Naja, auch keine starken Gegner, einfach nur... Ja, es sind Monster hier im Schiff und... Ich werde Frost öfters brauchen, warum lege ich es endlich weg? Genau, ja, hier ist noch ein Gegner. Die können wir jetzt alle platt machen, also das Schiff ein bisschen säubern. Ich glaube, wir müssen nicht alle fertig machen, aber... Naja, in dem Fall hier bringt es uns eine Truhe und was auch immer da drin ist, ist die Mühe bestimmt wert. Wenn es eine Rauchbombe ist, ja, dann eben nicht, aber... naja, ein bisschen Geld und so. Eine Rauchbombe bringt ja nicht mal Geld, ist das Problem. Ein Heiltrank hingegen ist was völlig anderes, da habe ich nichts gesagt, den nehme ich gerne. Wie viel heilt der überhaupt? Alle KP, geil. Cosma, langsam wird's bei dir voll. Naja, wenn ich hier die ganzen Heilsachen gebe, kein Wunder. Was muss ich denn mal mit dem anderen Pilz machen? Muss ich auch nochmal irgendwie nachgucken. Weiß ich nämlich überhaupt nicht mehr. Ich glaube, man konnte den auch irgendwo abgeben oder so und irgendwas dafür bekommen. Achso. So mit den Kisten hier oder was? Hä? Kann ich hier... Ah. Ich weiß, wenn man einfach mal die zweite Tür nimmt. Ich übersehe gerne Türen. Das ist so eine komische Eigenschaft. So, wen müssen wir hier besiegen, um durchzukommen? Dich auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, jede einzelne Qualle platt zu machen, weil die bringen weder Erfahrung noch Geld, wenn man ehrlich ist. Also, naja. So, dich brauchen wir auf jeden Fall. Dann werden wir... Doch, dann probiere ich noch, dann war es das schon, ne? Dann habe ich hier 3 Stück zum Rüberlaufen. Das dürfte reichen. Sarkophag! Ja, okay, sie halten zumindest 2 Angriffe aus und beim 3. sterben sie erst. Das ist schon mehr, als man von manchen Gegnern verlangen könnte.
So. Oh, kann man unten. Das sollte funktionieren. Drei Quallen, ja gut, ihr dürft hier unten im Schiff mal leben. Haben wir Haustiere an Bord. Ich meine, jeder mag doch Haustiere, oder? Will ich hier überhaupt hin? Scheinbar will ich das, aber da war doch gerade noch... Moment, das muss ich mir jetzt angucken. Oh, die bleiben sogar besiegt. Okay. So, wenn ich dich nämlich platt mache, da komme ich dann nicht durch. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob da ein Weg war oder nicht. Geh mal schnell kaputt, damit ich mir das ansehen kann. Zwei Sarkophage würden wahrscheinlich auch reichen. Nee, okay. Schade, doch nicht. Ich dachte, ich komme da durch. Mein Fehler. Aber da oben müssen wir wahrscheinlich hin, deswegen wir scheinen gerade... Was? Wieso resettet sich die scheiß Kiste? Rückweg oder was? Oh, Spiel, please. Das ist unnötig. So, das muss man nicht machen. Ich sollte mir angewöhnen, vielleicht lieber alles selbst zu schieben, weil ich immer nur diese verdammten Slowdowns habe. Das heißt, Slowdown, so extrem ist es ja jetzt gar nicht, aber... Es bewegt sich doch alles irgendwie ein bisschen langsamer. Wenn ich sowas wie Verschieber anwende. Also nicht verstehe. Das kann ja eigentlich nicht an der Framezahl liegen. Oder irgendwie sowas. Ich verstehe es nicht, es ist mir auch egal. Ich sollte mir nur abgewöhnen, so viele Verschieber dann zu benutzen. So, was mache ich hier? Wahrscheinlich, ja. Mir einen Weg aus Eissäulen bauen, indem ich irgendwelche unschuldigen Wasserquallen kaputt mache. Cosmo, du brauchst ein bisschen mehr Angriff. Denn wenn du ein bisschen mehr Angriff hast, dann sind diese Viecher hier schneller down. Das bedeutet, richtig, wir sollten bald mal hier wieder ein Level-Up für Cosmo holen. Lass mich raten, das dauert noch 3000 Erfahrungspunkte oder sowas. Wie mache ich das denn? Hier komme ich ja keinesfalls rüber. Da hinten ist ja auch noch eine Treppe, die ich wieder mal gekonnt übersehen habe. Die ich es so gerne tue. Warum übersehe ich hier ständig jetzt Dinge? Das muss doch gar nicht sein. Ich brauche echt zweimal Sarkophag, wie es scheint, um den Platz zu machen. Würde ich gerne mal jetzt hier sehen, aber ist ja zufallsbedingt, also... Weiß nicht. Funktioniert nicht so gut. Das zu steuern. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Dich müssen wir einfrieren. Ja, genau. Weil L ist gleich A. Ich weiß nicht, in welchem Spiel das so ist, aber bestimmt irgendwo. So, dich müssen wir platt machen. Dann muss ich die andere Qualle platt machen, die Kiste hinschieben und dann sollte ich darüber kommen. Dich muss ich nicht platt machen, also spare ich mir das. Keine unnötigen Kämpfe jetzt hier. Wie gesagt, bringt uns eh nicht so viel. Außer ein sauberes Schiff, was, ja, weiß nicht. Mich würde es nicht überraschen, wenn man da heutzutage ein Achievement für kriegt. Ja, du hast jedes Monster in diesem Schiff platt gemacht und damit ist das Schiff ja so gesehen wieder monsterfrei und so. Und das ist voll toll. Weiß nicht. Heutzutage würden Spielemacher dafür Achievements verteilen. Ich weiß nicht warum. So, ein Sarkophag. Und komm schon, bitte. Yes, reicht es? Was? Nein, das reicht echt nicht. Oh, davon wäre ich jetzt echt ausgegangen. Lass mich raten, er hat nur so 2 AP gehabt. Schade. Ich hätte echt gedacht, das reicht. Naja. Und wieder rüber hüpfen. Ich bin ein Idiot. Oh ja, ich bin ein Idiot. Ich war das noch mit denen da hinten. Muss ich nicht platt machen? Muss ich auch nicht. Wenn ich hier irgendwie festhängen will oder so. Was jeder gerne tut. Ein bisschen größer denken. Nicht nur, dass ich jetzt gerade nichts damit anfangen kann, wenn ich darüber springe. Oh, wobei die beiden scheinen relativ gleich schnell zu sein. Wahrscheinlich hat der Cosmo gerade das Level Up, ne? Hat mir gerade irgendwie Level Up. Wahrscheinlich vom Cosmo, dass sie jetzt fast gleich schnell sind.
So, wieder nach oben. Mensch, Mensch, Mensch. Aaron, wieso ist dein Schiff von innen so groß? Und wieso sind so viele Quallen an Bord? Hast du die Tür nicht vernünftig abgeschlossen? Das könnte es sogar sein. So, nach... Ups, was ist das denn? Nach 1 Million Umwegen. Endlich die letzte Qualle. Damit auch gleich endlich diese verfluchte Tür. Manchmal wünscht man sich, dass man einfach so eine transportable Leiter auch, aber so eine Brücke dabei hätte, dass man mal eben schnell hier vorne rübergelaufen wäre. Tja. Oh Gott, noch mehr von den Drecksviechern. Hey? Keine Reaktion. Okay, ich weiß ja nicht, wie lange das Schiff noch ist, deswegen, ja, hier für heute wieder Schluss. Schade, wir sind nicht so weit gekommen, wie ich es eigentlich wollte. Ich hätte gedacht, das Schiff schaffen wir noch komplett, aber, nee, irgendwie nicht. Schade. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.